Und damit hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Maker. Es ist endlich soweit. Es ist raus. Super Mario Maker, genau. Ja, ich habe mir das Ding natürlich besorgt, weil ne, Mario und Mossy, das passt wie Arsch auf Eimer. Und eine ganz kleine Sache muss ich kurz noch machen. Davon kriegt ihr zum Glück gar nichts mit. Das macht aber gar nichts. Ja, ich habe mir das Ding natürlich besorgt und ja, ich habe hier über ganz aufwendige Mechanismen hin und her habe ich hier meine Wii U angeschlossen. Ich meine, von anderen Let's Playern und so, ihr kennt das ja alles, aber für mich ist es natürlich ganz neu, mal direkt von der Konsole aufzunehmen. Und ich habe noch gar nicht in das Spiel reingeguckt, ich weiß gar nicht, was uns erwartet. Also wir sind hier direkt jetzt schon in Mario scheinbar drinnen im Level. Nehmen wir das doch, machen wir das doch. Ich meine, ihr kennt Mario bei mir auf dem Kanal. Wir haben ja schon zwei Spiele komplett durchgespielt. Ups, dieser Level scheint noch nicht fertig zu sein. Vielleicht kannst du dem Baumeister bei der Vollendung helfen. Okay. Ich schnappe mir den Stift in die Hand. Und wir schauen mal, was wir hier so zu tun haben. Okay, das kenne ich von den ganzen Let's Shows und so. Also den Editor habe ich schon gesehen. Ah, wir kriegen hier angezeigt, was wir machen sollen. Ja, um es zu lernen, würde ich sagen, machen wir das doch. Schauen wir uns mal das da. Und hier machen wir das hin. Da oben kommt noch ein Fragezeichen hin. Das ist übrigens nicht meine Hand, die man da sieht auf dem Bildschirm. Und auf dem Gamepad, wo ich spiele, sieht man das auch gar nicht. Da sieht man das ganz anders. Hier soll ein Pilz rein. Was ist denn, wenn wir hier noch einen Pilz rein wollen? Haha. So, wie kann ich jetzt hier scrollen? So? Ja. Geht das auch mit dem Kreuz vielleicht? Ja, schön. Schön einfach, okay, hier kommt eine Röhre hin, da kommt ein Pflänzchen rein. Das müssen wir erhöhen. Ja, das ist einfach nur, damit ich es jetzt gerade mal ein bisschen lerne und auch in den Flow komme, machen wir das einfach dieses Tutorial mal. Und schauen mal, wo es uns hinführt. Okay, hier müssen wir malen. Da, hier ein Sprungbrett. Da soll ein Koopa hin, aber ein roter. Das mit dem Schütteln, das kenne ich auch schon. Ich habe mir ja doch meine Videos da schon angeguckt dazu, natürlich. Aber das war ja eine ganz, das war ja die Presseversion. Deswegen ist es ja schon fast gar nicht vergleichbar. Hier wollen wir wieder auf grün zurück. Deswegen schauen wir mal, was das Ganze hier uns so bietet und was das so kann. Hier so meinen Boden fertig zeichnen. Okay, das macht auch Mario Sounds, die Dinger nacheinander. Na 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 na. Wunderschön. Ja, ein Koopa hin und der soll noch Flügel bekommen. So. Ist das so richtig? So, also jetzt ist der Level jetzt fertig. Sollen wir zum Stadion können wir Probe spielen. Berühre S. Und jetzt berühren, spielen. Ja. So, spielen wir eine Runde. So, wir haben ja hier schon ein bisschen geschummelt. Wir haben ja hier den Pilz drin. Jetzt will ich mal gucken, ob hier automatisch jetzt die Blume rauskommt. Nö, noch ein Pilz. Okay, die Blume müssen wir also genau definieren, wie es mir scheint. So, hier haben wir. Wow, es steuert sich echt ein bisschen anders als die Originalspiele. Aber das soll uns mal gar nicht weiter stören. Es macht trotzdem Spaß. So, das haben wir natürlich sofort durchschaut. Prima, zwei Leben. Wow, 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 wow. Okay, und damit hätten wir das Level. Ja, ein schöner Einstieg. Einfach typisch Nintendo, aber nicht wie Nintendo in den 80ern einfach reinschmeißen. Sondern, ja. Und wie gefällt dir der Level? Vergiss nicht, ihn im Speicherbot zu sichern. Okay, Speicherbot. Neue Datei speichern. Müssen wir das jetzt benennen? Wähle einen Speicherplatz. Ja, nehmen wir das erste einfach mal und nennen das einfach mal. Tutorial. Okay. Ja, das passt. Das passt soweit. Es sind drei neue Schaltflächen erschienen. Okay, hier oben. Okay, das ist jetzt unter meiner Facecam. Das sieht man nicht, aber oben kann man jetzt wechseln zu Super Mario, New Super Mario Bros. U. Interessant. Und hier links, das sieht man unter der Facecam gerade, da kann man noch ändern in das Unterweltthema. Und das geht wahrscheinlich auch in Super Mario Bros. Genau. Ja, prima. Cool. So, und was können wir jetzt tun? Okay. Ich
Ich weiß nicht, worauf er hinaus will, aber wir spielen. Jetzt stehen dir alle grundlegenden Elemente zur Verfügung, die du zum Bauen von Level benötigst. Probiere verschiedene Kombinationen aus und lass deiner Fantasie freien Lauf. Das ist sehr schön. Ich möchte aber jetzt tatsächlich mal irgendwie ein Titelmenü oder so haben, weil hatten wir nicht. Einfach so. Kann ich Mario hier rumschieben? Ja. Hallo. Achso, kann ich ihn groß machen. Gut zu wissen. Okay, hier kann ich aber nichts weiter tun, ne? Nö. Ja gut, ich möchte Start drücken. Select vielleicht. Ah, Select ist gleich spielen, okay. Ja, wir spielen es einfach nochmal so durch. So, wie. Hier konnte man doch irgendwie auch diesen. Ah, okay. Da geht das. Hab das Spiel natürlich auch hier, aber nie so wirklich großartig gespielt. Aber ja, das sieht doch, sieht alles doch ganz brauchbar aus. Hauptmenü ist nun verfügbar. Na gut, endlich. Vielen Dank. Gehen wir doch mal ins Hauptmenü. Hauptmenü verlassen. Habe ich jetzt ein schönes Menü? Vielleicht? Oder so? Ja, Hallöchen. Ja, das ist jetzt auch dieses Ding, wo man hier die Easter Eggs hat, die ich ja natürlich schon gesehen habe. Kann ich jetzt auch spielen? Ja, kann ich. Ist das das Level, was wir hier gebaut haben eigentlich? Nee, ist es. Oder ist es? Das können wir ganz einfach rausfinden, indem wir gucken, ob da oben, ob hier ein Pilz ist und hier auch noch ein Pilz ist. Ja, das ist unser Tutorial-Level. Cool. Coole Sache. Ja, die Easter Eggs kann ich ja eigentlich gerade nochmal zeigen und dann würde ich sagen. Ah, oh, ne, wenn mal Easter Egg, wir gucken mal. Yes. Okay, da kommen jetzt ganz viele coole Sachen raus, also Sterne. Geht das jedes Mal? Witzig. Ja, das M. Dann sind wir bei Wario Maker, deswegen hört man auch Wario. Da haben wir ganz viel aus dem Sternkram. R. Münzen. I. Vögelchen. Hallo. Cool. Hallo Community von Mossy LP. Hallo Community von Mossy. Hallo Community von Mossy. Hallo Community von Mossy. Das ist ja cool. Okay, das O. Oh, da haben wir die Clownskutsche. Cool. So, M. Ach, da kommt ein ja. Wow. Da haben wir den Helm. Das A. Rakete. Tschüss. K. Okay, jetzt ist alles so ein bisschen oldschool hier. Muss ich aber wieder zurück machen. E. Sprungbrett E. Und R. Yoshi. Joschberger. Na, mein Bruder. Ah, okay, das kann Yoshi hier. Cool. Sehr schön. Ja, das wäre so das, was man hier machen könnte. Wenn wir hier noch drücken, kommen Goombas. Eine Weltgeschichte. Aber sonst gibt's, glaube ich. Ja, im Startbildschirm sterben. Sehr gut. Da haben wir dann auch gleich mein Skill-Level. Ist wunderschön. Ja, was war das jetzt eigentlich? Was auch immer das bringt. Ja, wir gucken nochmal ins Menü rein. Aber so richtig spielen werden wir heute nicht mehr. Aber ich werde natürlich jetzt jeden Tag ein Video liefern. So, hier hätten wir einmal diese 10 Mario-Herausforderungen. Das kann ich euch erklären. Das sind immer 10 zufällige Level, auch eines bestimmten Schwierigkeitsgrades. Und die spielt man nacheinander durch und hat eben 10 Leben zur Verfügung. Und dann gibt es eben den interessanten Part, die Level aus aller Welt. Das können wir nochmal ganz kurz reinschauen. Ich weiß nicht, heute ist ja. In Level aus aller Welt können Spieler von anderen Nutzern hochgeladenen Levelspielen herunterladen und ihnen Sterne verleihen. Zudem können sie Kommentare austauschen und sehen, welche Level andere gespielt und welche sie Sterne verliehen haben. Genau. Das ist ja der interessante Part von Mario Maker. Aber ich weiß nicht, ob hier da schon so viel drin ist heute, weil wie gesagt, heute ist ja Release. Können wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall ist es auch auf lange Sicht so, wenn ihr das Spiel irgendwann haben solltet, also wenn ihr euch das holt,
dann könnt ihr mir natürlich auch Level dann zukommen lassen. Ne? Ihr könnt mir dann auf Twitter oder auch über YouTube, könnt ihr mir dann eure Level-Codes oder wie auch immer man das macht, das werden wir noch herausfinden, könnt ihr mir dann Bescheid geben und dann spiele ich natürlich auch eure Level. So, dass die 100 Mario rausfahren, hat man 100 Marios und ich glaube auch 10 oder 16 Level oder so, die aber schwer sind. Hier kann man nach Level suchen. Ja, können wir gerade mal gucken nach beliebten Leveln. Okay. Ja, da sieht man dann schon ein bisschen was. Das ist, wird, glaube ich, ganz interessant. Da werden wir dann auch auf jeden Fall reingucken. Sonic Wing of Fortress Zone und ganz viel asiatischer Kram hier noch. Weil eben, ich glaube, dort war, da ist das Ganze schon ein bisschen früher erschienen. Super Mario Next Top Model Deluxe. Ja, hier kann man auch die Sternenrangliste gucken. Und hier kann man eben auch umstellen von global auf regional. Zeitraum diese Woche insgesamt. Schwierigkeitsgrad kann man einstellen, nur leichte, nur normale, nur schwierige Level und so weiter, ne? Und wir gucken mal, wir hätten ja hier zum Beispiel so coole Level wie Don't Press Anything. Wenn wir das jetzt spielen, wenn du ein Level spielst, den ein anderer Nutzer gebaut hat, können andere Nutzer sehen, dass du den Level gespielt hast. Der Baumeister hält eine Benachrichtigung. Du kannst die Benachrichtigung an den Baumeister des Levels in Optionen deaktivieren. Okay. Aber das ist okay, der kann ruhig erfahren, dass wir das gespielt haben. Ja, das Level heißt Don't Press Anything, das habe ich auch schon mal gesehen, sowas in der Art. Man darf hier nichts drücken. Man muss hier einfach abwarten. Weil das ist halt so gebaut, das Level, dass man hier automatisch hin und her gefahren wird und so weiter. Und das ist halt einfach super awesome irgendwie. Yoshi, Blümchen. Und hier sieht man halt auch Kommentare, die andere Spieler hinterlassen haben. Also man kann hier echt wahrscheinlich irgendwo hindrücken und was hinmalen oder was hinschreiben. Smart, wii. Ja, das sind halt diese Automatic Level. Das ist halt super krass, was die, wie sich Leute da dann Zeit investieren, um das zu spielen, um das zu bauen und so. Das ist schon richtig krass. Ja, und damit hätten wir das Level geschafft. Wir haben unser erstes Mario Maker Level erledigt. Eigentlich sehr, sehr cool. Und jetzt müssen wir ihn, glaube ich, auch bewerten. Also wir müssen nicht, aber wir können hier oben. Achso, wir geben ihm jetzt einfach einen Stern, weil wir es gut fanden. Ne, glaube ich, ja. Kommentieren können wir auch, aber ja. Und hier unten sehen wir auch schon Leute, die diese Level gespielt haben, spielten auch. Dann können wir das Ganze beenden. Und kommen dann wieder hier zurück, glaube ich. Ja. Genau, wir haben jetzt hier einen Stern gegeben und wir haben es gespielt und auch geschafft. Deswegen, das glaube ich, die Mario-Flagge sagt, wir haben das Level geschafft. Hier unten sieht man dann, wie viele Versuche und die Abschlussrate. Und na gut, das Ding heißt Don't Press Anything. Wenn die Leute das mal lesen und verstehen würden, dann hätten wir auch nicht eine Abschlussrate von nur 31%. Aber wie dem auch sei, wir gehen mal hier zurück. Können wir Level bauen, 10 Mario-Herausforderungen. Ach komm, den ersten Part können wir mal ein bisschen überziehen, ein bisschen länger machen. Die nächsten werden dann halt ein bisschen kürzer. Aber wir machen mal die 10 Mario-Herausforderungen. Ne? Bewältige mit 10 Marios 8 Level. Abgeschlossene Level werden dem Speicherbot hinzugefügt. Wir starten einfach mal rein. Und ja, Prinzessin Peach wurde entführt. Wow, was völlig Neues. Welche Neuigkeit? Das hatten wir ja noch gar nicht. Weder in einem Let's Play noch sonst was. Und ja, Help, Level 1. Rein geht's. So, Röhre nach drüben. Ja. Und das sind jetzt Level, die sind jedes Mal anders. Wenn man diese Herausforderung macht, sind jedes Mal 10 andere Level. Keine Ahnung, ob die von online kommen oder was auch immer. Hier sind Münzen drin. Hier oben gibt es einen Pilz. So. Pock. Pock. So, wir gucken mal, Röhre nach drüben. Hier müssen wir nach unten. Kommen dann wahrscheinlich ja, in einem Underground-Theme raus. Da kommt ein Koopa raus. Das ist halt super fies. Na komm. Hier kommen wir nach oben raus wieder. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Röhre nach drüben. Genau. So. Wir wollen mit dir. Ach ja, wir müssen hier hoch. Das heißt, das könnte klappen. Ja. Wahrscheinlich hätte ich das rechts machen müssen, hätten wir noch ein Leben oder so bekommen. Hier ist ein Pilz, hier sind ein paar Münzen, aber sonst glaube ich nichts weiter. Nö.
Dann gehen wir mal in das Türchen, kommen gleich rechts wieder raus. Wow, hallo, 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 hallo. So, hier rein, dann kommen wir wahrscheinlich hier raus, genau. Und haben hier unser erstes von 10 Leveln geschafft, ein Traum. Ja, das ist jetzt halt auch ein bisschen was anderes als zum Beispiel Super Mario World, was ja mein letztes Projekt war, wo ich alles kenne. Das ist hier jetzt ein bisschen anders, weil hier die Level kenne ich gar nicht. Und die sind halt von Leuten gebaut und die sind anders und die sind frisch und wir gucken einfach mal. Dorf. Haben jetzt hier... Ah, wir haben ein Dorf, cool. Kann ich aufs Dach? Nö, ich muss wahrscheinlich hier rein. Und komme jetzt was zum... Okay, links. Okay, rechts. Ding dong. Keine Ahnung, was das heißt. Leben. Da kommt Feuer raus, das möchte ich nicht. Ja, drüber gesprungen. Egal. Ja, das ist ein bisschen interessant auf jeden Fall. Es gab ein Leben. Yay. Level beendet. Ja, manche Level sind halt langweiliger, manche sind kurzweiliger. Das wird auf jeden Fall interessanter, wenn wir die Mario Challenge machen, wo die Level super schwer sind. Aber wir machen jetzt einfach nochmal die 10er durch. Remix Oberwelt. Okay, das hier ist ja, Level 1. Und ja, das habe ich schon bei einem anderen Let's Player gesehen, glaube ich. Das ist einfach eine geremixte Variante vom ersten Level, die jetzt gleich wahrscheinlich richtig ausrasten wird. Haben wir hier den Geheimgang? Ja, natürlich haben wir ihn. Das? Das ist total abgefahren. Achso, jetzt ist die Party vorbei. Okay. War nur eine kurze Party. Aber was? Okay. Was? Nun hätten wir das auch. Aber erstmal was? Ist das so ein Ziel, dass man 3 Leben pro Level sammeln muss? Weil wenn das so ist, dann sollte ich mich da vielleicht mal dran gewöhnen. So, und weiter. Und weiter unseren Weg. So, Level 4. Wie viele sind es? 8. Dann haben wir nach dem Level hier die Hälfte. Das passt auch zeitmäßig, das ist schon okay. Schlüpft durch den Buhu-Kreis. Wow, 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 wow. Ah, okay. Was? Ach so, der fährt auf dieser Bahn da entlang. Glaube ich zumindest. Das heißt, wir können hier rein. Ach, und jetzt müssen wir einmal mit ihm fahren. Fährt er wieder hoch? Ja. So, und dann können wir hier raus und natürlich wieder drüber fahren. Okay. Verstanden. Also manche Level sind halt einfach sehr, sehr kurz. Dafür sind andere sehr, sehr schwierig. Und naja, wir werden es halt sehen, wenn wir dann die Level von anderen Leuten spielen, die irgendwelche Leute gebaut haben, die dann einfach super krank einfach sind. P-Schalter auf Reisen. Okay. Ich ahne, was ich tun muss. Ich glaube, ich brauche dann einfach den P-Switch irgendwo vorne und den kann ich jetzt hier nach oben schlagen. Genau. Verstehe. Verstehe. Und ich muss ihn jetzt hier begleiten. Vermute ich einfach mal. Hier muss ich aufpassen. Hier haben wir zweimal verschiedene Feuerquellen. So, schießt bitte beide nochmal. So. Du schießt und jetzt können wir hier mit rüber. Beobachten wir weiter, wo er lang fährt. Das ist total interessant. Ach, da käme ein neuer, falls wir es verkacken auf irgendeine Weise. So, jetzt drücken wir mal hier drauf und kommen hier durch. Und ah, okay, das war's dann. Sehr schön. Also echt krasse Ideen, ne? Was da, was man hier alles machen kann, das ist total verrückt. Das ist total verrückt, Mann. So, nehmen wir die Nummer 6 von 8. Wir kommen dem Ziel näher. Schalter an, Schalter aus. Was auch immer das wieder heißen mag. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Super Mario World. Ja, Schalter an, damit wir hier drüber kommen. Hätte ich einen mitnehmen müssen? Wow, wow, wow. Ja, das war nix. Ich weiß nicht, ob ich einen Schalter mitnehmen muss, aber ich glaube, das mache ich mal lieber. Ja, jetzt haben wir nur noch 9. Das ist ja die 10 Mario Challenge, heißt, man hat eben 10 Marios, ne?
So. Wenn ich dich nehme, kommt dann ein neuer. Nee, ist nicht so, ne? Muss ich drücken und dann den nächsten nehmen. Nehmen wir mal lieber mit, sicherheitshalber. So, hier wollen wir auf jeden Fall keinen Schalter drücken. Okay, und hier müssen wir nach unten. Das habe ich verstanden. Ah ja, okay. Verstehe. Verstehe. Und ich muss natürlich einen mit... Nee, ich muss abwarten, ne? Ja. Ich muss abwarten. Ja, und hier will ich ihn drücken, damit ich hier nach links und rechts laufen kann. Damit ich das überlebe. Durch die Stacheln, klar. Woo! So, und dann muss ich hier... Kann ich hier drauf landen und hier haben wir, ja, einfach die Axt. Ja, prima. Ja, prima. Hätten wir das auch. Weiter in den nächsten Level von 8. Okay, vorletzter. Interessant. Das ist echt super interessant. Waschbär-Mario. Der ja eigentlich ein Tanuki-Mario ist. Aber sei es drum. Er ist ein Remix vom ersten Level aus Super Mario Brothers 3. Da hätten wir nämlich hier unten den Tanuki. Und dann, wow, 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 wow. Ihr seid anders als im Original. Dann können wir nämlich hier hochfliegen. Und dann gibt es hier ein Leben drin. Die Spiele kenne ich doch alle auswendig. Nein, nein, nein. Eigentlich wollte ich gerne nochmal fliegen, aber das können wir auch hier unten dann machen. Auf jeden Fall gibt es hier noch dieses... Da, Mist-Trick. Okay, wir drücken mal auf den P-Switch und gucken, ob wir da irgendwie rein können. Nee, leider nicht. Ja, normal kann man hier noch hochfliegen. Das hätte mich jetzt mal interessiert, was da oben drin ist. Aber sei es drum, Super Mario Bros. 3 spielen wir wahrscheinlich eh noch irgendwann. Deswegen können wir dann da reingucken, ne? So, weiter. Damit hätten wir jetzt die Nummer 8 von 8. Und schauen mal rein. Remix Festung. Ich bin gespannt. Das ist jetzt irgendein Festungslevel. Ich nehme an, hier kommt Lava von unten. Nee, kein Lava-Blob. Wow. Okay. Versuchen unser Glück. Oh Gott, das, ja. Ich hatte da ja mal so einen Stream, wo ich echt in solchen Festungen gestruggelt habe ohne Ende. So. Nein. So, jetzt wollen wir hier nach Möglichkeit lang, genau. Jetzt kommen hier. Okay. Wow, wow, ach du Schande. Kommt hier noch ein Pilz raus, wenigstens, ja. Ein besonderer Pilz, ja, ein Bowser-Pilz. Ja, das ist so Zeug, das weiß ich. Das kann man mit den Amiibos freischalten. Ich habe leider keinen Amiibo. Aber wir können jetzt mit Bowser besiegen, sozusagen. Da hat jemand ein Bowser-Amiibo eingescannt und kann dann diesen Pilz machen, dass man zu Bowser wird. Da gibt es noch ganz viele Charaktere. Kann man echt mal gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Und das war Level 8. Und damit haben wir jetzt mit Bowser... Bowser? Ah! Dabei ist die Prinzessin doch gar nicht mehr hier. Ja, mit Mario wäre wahrscheinlich der Klassiker, ne? Your princess is in another castle. Tack, Fortsetzung folgt. Was auch immer das war. Herzlichen Glückwunsch zur Belegung der 10 Mario-Herausforderung. Es gibt viele verschiedene Level, darunter einige ziemlich verrückte. Es lohnt sich also immer wieder, es immer wieder zu versuchen. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht mehr, deswegen drücke ich Plus. Gehe zurück zum Hauptmenü. Und verabschiede mich damit für den ersten Part von Super Mario Maker. Und ja, ich werde mein Möglichstes tun, euch jeden Tag Level zu zeigen und zu bieten und Mario-Herausforderungen. Und vielleicht bauen wir auch selber mal was und ihr könnt mir Level schicken. Und ich denke mal, wir werden damit eine ganze, ganze Menge füllen können. Und würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Euer Mossi, auf Wiedersehen!